Servus Leute, willkommen zurück zu DuckTales. Mit dabei sind immer noch Benjamin und Osumalpi. Hallo. Hi. Ich habe mich in Transsilvanien verirrt. Ich glaube, das trifft auf den Punkt. Nee. Das ist für mich jetzt aber neu. Sich das mich hätte mal jetzt verirren, nicht... ey. Das hätte jetzt nicht gedacht. Nicht Wolf. Ach so, Moment. Jetzt kommt der Geistesblitz. Oder so ähnlich. Ah! Aha. Rechts. Ich bin Rechtshänder. Nein! Doch! Was heißt hier nein? Meine Todfeinde! Du magst wohl keine Geister. Ja, seit Project Zero nicht mehr. Jo. Boss Time. Gundels Schreckschraube. So heißt sie nicht. Die heißt Gaukelei. Ich weiß, aber sie ist eine Schreckschraube. Wie man hier deutlich sieht. Nein! Das ist ein Geierwelli. Das ist der Heddy. Ja, ja. War ich eine Frau? Ja, aber du hast zumindest das gleiche Friss wie sie. Das gleiche was? Friss. Friss? Ja. Oh, du bist tot. Visage ist gemeint. Ach so, ja, red doch mal Deutsch. Ich red Deutsch. Okay, was ist links? Scheiße. Ich mein Checkpoint. Hä? Okay. Ja. Wolf macht mir Angst. Als Mumie. Muss ich das jetzt verstehen? Das war ja nicht ernst gemeint. Mann. Der Wolf macht mich fertig. Nein, nicht der zweite Geist. Doch. Na dann zeig mal, wie du gegen Gundel klarkommst. Wahrscheinlich gar nicht. Gegen Gundel Schreckschraube. Der hat ja, glaube ich, so eine tiefe Stimme gehabt. Ich weiß nicht mehr, was die für eine Stimme hatte. Ich hab die ja hier ehrlich gesagt schon ewig nicht mehr gesehen. Bei mir ist es nicht ganz so lange her. Bald muss ich in die ganze Welt gehören. So eine Stimme hat sie, glaube ich, gehabt. Jetzt die Stimme von der kleinen Prinzessin Sarah. Ja, genau. Das ist die kleine Prinzessin Sarah. Das sind zwar völlig unterschiedliche Stimmlagen. Na. Doch. So ein Laie wie Wolf kann das natürlich nicht raushören. Mhm. Das ist bestimmt die Stimme von Fisoduck gewesen. Nee, der hat eine andere Stimme. Vom Quackerjack. Wo ich tanze. Ja, genau, von Quackerjack. Ja, genau. Mr. Bananengrips. Meister Bananengrips. Echt? Ja. Mega! Da merkt man wieder, was für ein löchriges Gedächtnis der Heddy hat. Junge, weiß wie lange das ist. Oh! Guck das mal, muss... davor's! Das musst du gerade sagen. Was für ein löchriges Gedächtnis der Heddy hat. Sagte der Nein. nach... Nein! Der nach 5 Minuten vergessen hat, wo er lang muss. Ah. Was? Ein Wolf doch nicht. Ich muss irgendwo einen Schlüssel finden, aber wo? Ein Wolf weiß alles. Hier ducken. Hau gegen die Särge. Ist klar. Nicht? Du bist nicht bescheuert. Nicht?
Was ist jetzt passiert? Ich muss einen Schlüssel finden. Der ist ja jetzt gedruckt. Okay. Da bin ich also wieder. Ja, der Wulle. Der macht mich fertig. Oh, das wird jetzt lange dauern. Ehrevolle Wulf. Ich glaube auch, dass es lange dauern wird. Dass er den Ein Yang findet. Der Wolf mag das Level. Hier war ich, glaube ich, schon. Das sehe ich doch. Denk dran, du musst dagegen hauen. Das Geister kommen. Da gibt's auch Leckerchen. Manchmal schon, ja. Da wird noch gehappt. Ich habe überlegt, was da jetzt ist, aber ich versuch's einfach mal. Oh, da ist einfach das Ende. Junge. Den Key! Und wo soll das sein? Ja, hat er doch gesagt. Oh, kann da zurück. Was da wohl drin ist? Eureka, it's the Skeleton Key. Ach, der Wolf macht mich fertig. Macht dich fette? Aber richtig. Kann ich da durch? Fett er wie ein Brötchen. Macht er nicht. Wie ein Mettbrötchen oder wie ein normales Brötchen? Oh. Das ist schwierig. Ein wulfischer Semmel. Oh, ein Semmel. Ein Semmel. Ein fantösterreichischer Semmel, ja. Das ist eine Semmel und nicht ein Semmel. Wow, bist du hässlich? Du fliegst scheiße. Es kann gar nicht eine Semmel sein, das klingt scheiße. Was heißt das aber? Wofür steht Semmel? Ja, ein Brötchen. Naja, und was ist Brötchen? Männlich. Also ein. Oh, da ist es drin. Ja, trotzdem sagen wir eine Semmel. Es gibt keinen, der sagt, hey, gib mir mal ein Semmel. Ne? Nein. Ich sag ja, in Fantösterreich, da ist die Grammatik nicht so wichtig. Das sieht jetzt auch seltsam aus. Jungle, gute Friede. Oh. Ja, rüber! Aber nur, wenn sie da sind. Hau dagegen. Hätte ich sowieso gemacht. Ich hoffe. Ring. Der Wolf. Ein Hidden Treasure. Ein Hidden Treasure. Ja. Dann nehme ich schon wieder eine Fledermaus. Hidden Treasure. Ich mag die Mystery das Spiel. Der mag ja Fledermäuse in allen möglichen Spielen. Vor allem, wenn sie so penetrant sind wie die da oben. Echt? Ich mag Fledermäuse. Was bist du denn hässliches? Dich kenne ich nicht. Kennst du die Serie nicht, oder was? DuckTales. Ich kenn sie schon, aber jede Folge nicht. Was? Das sind die Untergrundwesen. Das ist der König der Untergrundwesen. Oh, dann kenne ich die Folge, glaube ich, nicht.
dachte, Österreicher sind Untergrundwesen. Nee, die leben in den Bergen. Die können gar nicht Untergrund sein. Die leben im Schlumpfdorf, die Österreicher. Aber vielleicht, wenn man sich in die Berge reingerät. Gab es eigentlich einen Job in dem Level? Nee, oder? In dem Spiel? Ich glaube nicht. Gibt's den ersten und zweiten Teil? Ja, die Musik gefällt mir auch. Ja, von der Musik ist, sind was? Zwei Gebiete ganz gut. Und DuckTales 1. Bin aber trotzdem nicht so ein Fan von dem Spiel, weil ich es ein bisschen zu klobig finde. Jetzt. Ey! Hallo? Ich mag den zweiten Teil mehr. So, nicht ach kapiert, so, jetzt habe ich verstanden. Ich darf den Stock nicht verwenden. Ja, Wolf ist noch the Brain. Hallo. Ihr Gänse. Wenigstens. Das sind Ziegen. Das ist dasselbe. Ich gehe unten lang. Was hast du gesagt, was das sein soll? Gämse. Oh, Eislevel. Das ist auch wieder sowas Komisches. Kennst du keine Gämse? Ja, phantösterreichische Begriffe sind mir noch nicht so ganz geläufig. Ja, die machen mir auch Angst. Wow. Oh, das ist das ist Jason Duck. Nee. Jason Duck. Ja, guck doch, diese Eishockey-Maske. Hat Jason nicht auch eine Eishockey-Maske? Wow. Ja. Keine Ahnung, ich kenne keinen Jason. Voorhees. Wow! Aber ich weiß, was das war, ein Stein. Hey, du Panzerkacker. Junge, hast du jetzt nicht gesagt. Hast du jetzt nicht vorher gehabt, da oben mal nachzugucken? Da ist aber nix. Oh, das ist Mega Man. Wer sagt denn, dass da nichts ist? Du hast ja auch nicht richtig geguckt. Doch, ich bin rumgesprungen. Ja und? Da kann ja auch anderes sein. Der Wolf erkundet, indem er rumspringt. Du kannst ja auch andere Dinge machen, als nur springen. Es wird wohl nicht umsonst nur nach oben gehen. Ah. Da war ein Teil im Weg, hab ich gar nicht gesehen. Ja, siehste? Aber es geht nicht weiter nach oben. Die waren auch nicht ersichtlich. Naja, der Wolf geht halt so nach unten. Dafür muss man das halt probieren. Das ist logisches Denken. Ach so mal bitte. Was? Das war logisches Denken. Ich dachte, das Teil fällt runter, so in Mega Man 2. Ja, wenn du alles mit anderen Spielen vergleichst und so gut alles immer davon aussiehst, dass es wie in anderen Spielen ist, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Die Mechanik kommt mir von Diablo 2 bekannt. Das hat dieselbe Grafik, also. Wie Diablo 2. Das kann ich ja nicht ändern. Bloß weil es dieselbe Grafik ist, heißt das nicht, dass es dasselbe tut. Bloß weil es vom selben Hersteller ist, heißt das nicht, dass der Hersteller dachte, ach komm, wir machen zweimal dasselbe. Und ja, das Spiel ist auch von Capcom. Wow. Ja, genau deswegen habe ich jetzt gezögert, weil ich habe doch gewusst, ich habe was gesehen. Der Wolf sieht nichts. Wolf macht nichts. Halt! Oh, Kackspinne! Junge! Respektvoll Teklas. Was willst du? Die Duckburg. Was willst du denn da? Nein. Duckburg. Klingt wie ein Hamburger. Ich hätte gern Duckburger. Entenhausen hier. Ja, deswegen ja. Diese Spinnen haben ein total behämmertes Bewegungsmuster. Heißt Entenhausen auf Englisch Duckburg? Ja. Alter, was für ein beschissener Name in Englisch.
Oh, wie halt alles in Englisch beschissen klingt. Nice. Wie er mit seinem... Wie heißt der Schwanz der Ente? Der hat einen extra Namen. Bürzel. Bürzel. Wie er mit seinem Bürzel hin und her wedelt. Wie der Wolf, wenn der Südamores angeht. Genau. So kennt man ihn. Oh, noch einer von diesen Enten-Trio. Ja, wieder Hui. Bubas trapped in the ice. Buba, Buba. Moment, Buba war doch dieser Neandertaler da, oder? Mit seinem Saurier. Yeah. Moment, der hat im Deutschen aber, glaube ich, einen anderen Namen. Ja. Wie hieß denn der da noch schnell? Stupid Duck. Weiß ich nicht. Österreich-Duck. Austria-Duck. Ja. Show you secret treasure. Yay! Mehr Lebenspunkte. Aber nur noch ein Leben. Wow. Hätte nicht gedacht, dass der den Sprung schafft. Mehr Lebenspunkte, aber nur noch ein Leben. Das wird interessant. Verliere ich den Lebenspunkt, wenn ich drauf gehe? Du hast doch gesehen, was passiert, wenn du Game Over gehst. Wie das hat er? Ein echter Wolf geht nicht Game Over. Du kommst ins Hauptmenü zurück. Also was wird wohl passieren? Mit anderen Worten, alles nochmal. Richtig. Ich glaube, das wird scheiße. Nein! Das war viel zu schnell. Ein echter Wolf lässt sich davon nicht beirren. Ein echter Wolf fährt bis zum Ende. Machen wir mal. Yay! Was für ein Service! Wie bekomme ich Leben? Indem du sie findest. Die Junge! Geil ist das denn jetzt? Jetzt geh da direkt. Wenn man David DuckTales 2 könntest du dein Leben kaufen, aber DuckTales 1 ist halt noch nicht so gut. Schauen wir mal, wie weit ich... What the fuck? Schauen wir mal, wie weit ich komme mit null Leben. Der Wolf macht mich schon wieder fett, ey. Ich höre dein mangelndes Vertrauen in mich. Wie kann das denn sein, ey? Ich hab nach unten gedrückt. Ach, egal. Musik ist auch gut. Nein, jetzt bin ich hier, verdammte Scheiße. Tüttüm. Nein. Da. Nein. Jetzt. Spring die ganze Nüsse rum. Boing, boing. Gizmoduck. Wer ist ein Gizmoduck jetzt schon wieder? Ist das die... Dingsbums. Soll ich gerade rummenten? So hieß sie in Duck. Dingsbums Duck hieß ja in Duckling Duck und... Krabummenter in Duckling Duck. Das fand ich... hab ich nie so verstanden, warum sie den Namen da umgenannt haben. Hab ich auch nicht verstanden. Ich mochte Krachbummende eigentlich auch mehr. Das ist alles mysteriös.
würde ja sagen, vielleicht ist es von zwei verschiedenen Herstellern, aber... Ist ja beides. Das bezweifle ich. Ja, deswegen ja, weil es gar nicht stimmt, weil beides ist ja von Disney. Moment. Sieht mir so verdächtig aus. Boah, der Wolf, ey. Der holt Geheimnis, der Geheimnisfinder, Wolf. Der holt hier die Treasures, ey. Der österreichische Scharfsinn hier. Was ich bräuchte jetzt dringend, sind Leben ohne Ende. Key to the UFO? Das wollte ich nicht, ich will leben. Ja, gut. Den kannst du hier wieder zurückgeben. Ja. Ein Wolf braucht keinen Schlüssel. Nein, will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Mal schauen. Gab's hier nicht irgendwo eine Beschreibung? Wow! Sehe ich irgendwo wieder so einen unsichtbaren Weg? Tja, Wolf. Wahrscheinlich da rechts. Muss ja krass exploren, ey. Guck gerade auf die Zeit, ja. Ich beziehe mal ein bisschen dafür, dass ich hier gleich tot bin. Wer sagt das denn? Ich hab nur Leben. Ach, ein Wolf schafft das. Oh. Ja, jetzt kommen die Treasures. Was hat... Das bringt mir irgendwie nix. Egal, dann machen wir hier einen kurzen Schnitt. Das war DuckTales. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Fette. Ciao.